Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Wie angekündigt und versprochen aus dem Buch von Daniel O'Connor, schauen wir heute, was sagen uns die Kirchenväter Maximus der Bekenner und Athanasius. Maximus ist verstorben 662. Also hier macht Daniel O'Connor einen Sprung etwas voraus in die Zeit. Die späteren, die er dann präsentieren wird, die anderen, die Kirchenväter, haben schon um 200 oder 300 gelebt. Athanasius war vor Maximus, er starb um das Jahr 373, geboren 300 in Alexandrien, im heutigen Ägypten. Diese beiden möchte ich Ihnen heute gemeinsam zeigen, weil sie eben sehr eng zusammenhängen. Maximus, der Bekenner, bezieht sich in vielen seiner Gedanken auf Athanasius. Und beginnen wir mit dem heiligen Maximus, da er vielleicht das auf die klarste Weise von allen Vätern über die Gabe des Lebens im göttlichen Willen zwar noch nicht direkt gesprochen hat, aber sie angekündigt hat. Also bei ihm findet man die klarsten Einsichten von allen beinahe, wo man schon dieses Geschenk des Lebens im göttlichen Willen vorausahnt. Er hat sich intensiv mit diesem Thema der Vergöttlichung beschäftigt. Und Daniel O'Connor zitiert hier Papst Benedikt XVI., der praktisch die Essenz dieser Lehre vom heiligen Maximus zusammengefasst hat. Er spricht über Maximus, den Bekenner. Ich sage das jetzt so mit eigenen Worten, um das ein bisschen abzukürzen. Maximus lehrt uns, dass Adam gedacht hat, dass Nein wäre der Gipfel der Freiheit. Nein zu sagen zum Willen Gottes, das ist eben der Sündenfall gewesen. Adam meinte, das wäre der Gipfel der Freiheit, also ganz frei zu sein von Gott und seinen eigenen Willen in allem tun zu können oder zu tun. Er dachte, dass nur eine Person, die Nein sagen kann, wirklich frei ist. Das klingt uns ja heute sehr vertraut. Welchen Zeitgeist haben wir heute? Ist das nicht der Liberalismus? Ist das nicht dieses Unabhängigkeitsstreben, ganz frei zu sein, unter Anführungszeichen, eine falsche Freiheit? Die falsche Freiheit, die meint, von niemandem abhängig sein zu wollen und alles selber bestimmen zu wollen. Also wenn ich Nein sagen kann, wenn ich von niemand anderem irgendwie abhängig bin, dann bin ich frei, so dachte Adam. Und er meinte, das wäre der Gipfel der Freiheit, so wie heute der Zeitgeist auch ist. Und er müsste also Nein zu Gott sagen, dann wäre er wirklich frei. Dann wäre er ihr selbst. Und er hätte die Höhen, den Gipfel der Freiheit erreicht. Und diese Tendenz ist auch zu finden in der menschlichen Natur Christi, sagt er hier, der Papst. Das heißt nicht, dass Christus einen ungehorsamen, einen widerspenstigen menschlichen Willen hat, aber auch in Christus war dieser Kampf zu finden zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Willen. Und Jesus hat aber gewusst und gesehen, dass das Nein nicht die Höhe oder der Gipfel der Freiheit ist. Und wo ist das geschehen? Das war am Ölberg. Der Papst kommt gleich darauf zu sprechen. Die Höhe der Freiheit, also der Gipfelpunkt der Freiheit, ist das Ja. Die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, das ist der Gipfel der Freiheit des Menschen. Nicht die Unabhängigkeit, das Nein, die Rebellion, sondern die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes. Das ist der Gipfel der menschlichen Freiheit, das betont hier der Papst. Es ist nur in dem Ja, dass der Mensch wirklich er selbst wird. Nur im Ja zum Willen Gottes, meint er hier. Nur in dieser großen Offenheit des Ja, in der Einigung seines Willens mit dem göttlichen Willen, wird der Mensch unermesslich offen, er wird göttlich. Und darauf liegt jetzt der Schwerpunkt in diesem Zitat. Darum geht es überhaupt hier. Die Einigung unseres Willens mit dem göttlichen Willen, da wird der Mensch frei und er wird göttlich. Adam wollte wie Gott sein, er wollte vollständig frei sein. Aber eine Person, die sich in sich selber zurückzieht, ist nicht göttlich,
sagt Papst Benedikt, eine Person, eine menschliche Person, die sich in sich selbst zurückzieht, sie ist nicht göttlich. Sie ist ja getrennt von Gott, füge ich hinzu. Sie kann nicht göttlich sein, sie kann auch nicht frei sein. Im Jahr wird er vollständig frei, wenn er aus sich selber herausgeht, also gerade das Gegenteil, nicht in sich zurückziehen, das sind die Gedanken des Papstes, sondern aus sich herausgehen. Und das ist das Drama von Gethsemane. Hier kommt jetzt der Ölberg ins Spiel. Nicht mein Wille, sondern der Deine. Da ist die menschliche Freiheit. Nicht mein Wille, sondern der Deine. Und dies geschieht, indem der menschliche Wille sich dem göttlichen Willen übergibt und überliefert. Und hier geschieht es, dass die wirkliche Person geboren wird. Das ist auch ein interessanter Gedanke von Papst Benedikt. Die Person, die wirkliche Person wird geboren nicht, wenn sie Nein zu Gott sagt und sich in sich selber zurückzieht, sondern sie wird geboren, wenn sie Ja sagt zum göttlichen Willen. Da wird die wirkliche Person geboren. Und auf diese Weise sind wir erlöst worden. Und wir lesen beim heiligen Maximus selber, er sagt das ganz in klaren Worten, also seine Theologie und Philosophie ist sehr erhaben, fast also schwierig, für einen Laien wirklich auch schwierig. Ich habe das gelesen bei der Dissertation von Dr. Iannuzzi, er führt Maximus den Bekenner an als den Hauptproponenten oder das Hauptbeispiel für die Lehre vom göttlichen Willen im Vorfeld, die Vorahnung des göttlichen Willens, die vorbereitenden Überlegungen in der Kirchengeschichte. Da ist Maximus der Hauptträger dieser Einsichten. Und seine Theorien sind wirklich, da ist ein Laie oder jemand, der kein Gelehrter ist, kein Experte ist, da kommt dann einen Punkt, wo er wirklich überfordert ist. Aber Maximus hat das auch einfach ausgedrückt. Da zitiere ich aus einem Brief: Nichts in der Vergöttlichung ist das Produkt der menschlichen Natur. Also im Prozess der Vergöttlichung gehört nichts der menschlichen Natur an. Das kein Erzeugnis. Die Vergöttlichung ist in keiner Weise Erzeugnis der menschlichen Natur. Es ist nur die Barmherzigkeit Gottes, die Fähigkeit hat, den Menschen zu erheben. In der Theosis, also in der Vergöttlichung, wird der Mensch, der ja das Bild Gottes ist, Gott ähnlich. Er erfreut sich in der ganzen Fülle dem, was nicht zu seiner Natur gehört. Er erfreut sich dessen. Er erfreut sich aller Dinge, die nicht zu seiner Natur gehören. Denn die Gnade des Heiligen Geistes triumphiert in ihm. Und Gott handelt in ihm. Also dadurch wird der Mensch vergöttlicht. Durch das Wirken des Heiligen Geistes die Gnade, weil Gott im Menschen handelt. Nur so kommt es zur Vergöttlichung des Menschen. Da ist kein Produkt, kein Erzeugnis seitens des Menschen. Unsere Seite besteht darin, dass wir mitwirken, dass wir Gott wirken lassen, füge ich hier hinzu. Die Natur, also der Wille des Menschen, geht nicht verloren bei Maximus. Da gab es nämlich zu seiner Zeit die Irrlehre des Monotheletismus. Mono heißt ein, also nur ein Wille wäre in Christus, der göttliche. Christus hätte gar keinen menschlichen Willen gehabt. Und diese Irrlehre wurde im dritten Konzil von Konstantinopel verurteilt. Und dies geschah, glaube ich, ungefähr zu Lebzeiten des heiligen Maximus, Maximus des Bekenners. Und dieses Konzil hat gesagt, Jesus hat wirklich zwei Willen, einen menschlichen und einen göttlichen. Davon habe ich schon gesprochen, auch in dem Video mit dem Kürzel GW1, wo ich versucht habe, aus der Dogmatik zu zeigen, wie sinnvoll es ist, die Gabe des Lebens im göttlichen Willen anzunehmen, also so etwas zu behaupten, so etwas zu lehren und so etwas anzustreben, weil die Kirche selber ja lehrt, dass in Christus zwei Naturen sind, die göttliche und die menschliche. Und jede Natur hat ihren Willen. Denn warum? Die Natur Gottes wirkt anders, ganz anders als die des Menschen. Gott ist unermesslich und unendlich. Er ist ewig.
Er ist allsehend, allmächtig. Also wenn Gott wirkt, dann betrifft das immer alle Geschöpfe. Er schränkt sich in seinem Wirken nie ein auf ein einzelnes Geschöpf. Wir erleben das so, da bekommt einer die Gnade, der andere die Gnade. Aber aus der Sicht Gottes, der ewig ist, hängen wir alle zusammen. Und wenn er irgendwo eine Gnade gibt, dann sind alle mit einbezogen. Also das sprengt unseren Verstand. Aber wenn zum Beispiel Luisa hat die Offenbarung bekommen, das Geschenk des göttlichen Willens, da hat Gott an ihr allein scheinbar gehandelt. Aber das ist nur in der Zeit. Diese Gabe ist von der Ewigkeit her so angelegt, das Wirken Gottes ist ja auch so, dass es uns alle einbezieht. Wir sollen es alle empfangen. Und er muss aufgrund unserer Begrenztheit, aufgrund der geschöpflichen Natur, muss er an einem Punkt anfangen bei uns. Aber das ist eben nur der Start, das ist der Beginn, um dann dieses Geschenk allen zu geben. Das Wirken Gottes selber in seiner Natur überschreitet ja alle Begrenzung von Zeit und Raum von den Geschöpfen. Das Wirken Gottes ist also ganz anders als das unsere. Die menschliche Natur ist eingeschränkt, der Geist ist eingeschränkt. Wir können nicht alles auf einmal erfassen, wir können nur einzelne Dinge nacheinander verstehen. Bei Gott ist das ganz anders. Er erblickt alles in seiner Allsicht, in einem Augenblick. Er wirkt alles in einem Akt. Er ist selber der eine ewige Akt. Das ist etwas ganz anderes als das menschliche Wesen. Deshalb, der göttliche Wille hat eine ganz andere Art zu wirken, eine unendliche, ewige, universelle Art, während der menschliche Wille immer zielgerichtet ist auf einzelne Punkte, auf einzelne Ziele. Und dann muss er sich ans Werk machen, Schritt für Schritt, Stück um Stück. Bei Gott geht das alles auf einen Schlag. Er ist ein Akt. Er tut alles in einem Akt, er erkennt in einem Akt, er wirkt in einem Akt. Der Mensch hingegen braucht viele Akte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und zu verwirklichen. Also da sieht man einen ganz großen Unterschied. Das wollte ich hier nur ein bisschen ausführen, zwischen göttlicher Natur, menschlicher Natur, daher auch göttlichem Willen und menschlichem Willen. Und in Jesus waren eben beide Naturen und daher auch beide Willen. Und wenn Jesus gehandelt hat schon auf Erden, da er Gott und Mensch war, hatten alle seine Handlungen zwei Seiten. Eine menschliche Seite, die man gesehen hat. Er hat als Kind geweint, geseufzt, er lernte gehen, er hat gearbeitet, er hat gesprochen. Die menschliche Seite konnte man sehen. Die göttliche Seite konnte man nicht sehen. Die göttliche Seite war in allen seinen Handlungen von der Empfängnis an mitwirkend oder besser gesagt vorherrschend, und das Menschliche hat mitgewirkt. Und seine göttlichen Handlungen, also das Seufzen, das Weinen, das Gehen, das Arbeiten, seine göttlichen Handlungen sind ewig, weil sie ja göttlich sind und sie dauern an und sie teilen sich allen mit. Die menschlichen Handlungen Jesu allein hätten das nie tun können. Sie sind nicht unendlich gewesen, sie waren menschlich wie die unseren. Aber da Jesus Gott und Mensch zugleich ist und die Gottheit von Natur aus besitzt, sind seine Handlungen göttlich. Und dadurch konnte er auch alle Menschen überhaupt erlösen und dadurch konnte er uns alle Schätze hinterlegen, alle Güter, die wir im Reich des göttlichen Willens empfangen sollen. Das sind seine ewigen Akte, seine göttlichen Eigenschaften, alle Güter, die wir die ganze Ewigkeit nicht fassen werden können. Also da ist ein ganz großer Unterschied zwischen göttlichem und menschlichem Wirken und doch ist es ein Zusammenwirken. Und darauf legte Maximus der Bekenner den Schwerpunkt. Er hat ganz klar herausgestellt, dass in Christus nicht ein Wille war, nur ein Wille, der göttliche, sondern dass er zwei Willen besaß. Und das ist eben seine Verteidigung der Wahrheit gegenüber der Irrlehre des Monotheletismus, der gesagt hat, nur ein Wille. Und es ist Lehre der Kirche, dass in Christus zwei Willen sind, das ist Dogma. Und das ist ganz wichtig, diese rechtgläubige Lehre der Kirche zu verstehen, um die Gabe des Lebens im göttlichen Willen zu verstehen. Das habe ich eben in diesem Video GW1 ausgeführt.
Denn das Wirken des menschlichen und des göttlichen Willens in Christus, das Zusammenwirken, gibt uns das Vorbild, das Modell, um die Gabe zu verstehen. Es ist nämlich bei uns genauso wie in Jesus, nur mit dem Unterschied, dass wir den göttlichen Willen aus Gnade empfangen. Wir besitzen ihn nicht von Natur, weil wir ja nur Geschöpfe sind. Wir sind nicht Gott. Aber wir empfangen alles von Gott, was Gott gehört, was Gott ist, was sein Wesen ausmacht. Wir empfangen alles. Das ist grundsätzliche Lehre, Dogma der katholischen Kirche. Also empfangen wir auch und gerade den göttlichen Willen als den Gipfelpunkt jetzt in diesen letzten Zeiten, weil Gott ja eben uns alles geben will, was er selber ist, was er besitzt, wessen er sich erfreut. Und dazu ist die Gabe des göttlichen Willens absolut notwendig. Denn der göttliche Wille eröffnet uns erst den Eintritt in das ewige Wirken Gottes, die Teilnahme an seinem ewigen Wirken. Das ist von fundamentaler Bedeutung. Und Maximus hat eben diese Wahrheit verteidigt. Zu seinen Lebzeiten gab es eben dieses Problem, das sich stellte durch das Gebet Jesu in Gethsemane. Sein menschlicher Wille schien sich dem göttlichen Willen entgegenzustellen. Er sagt, ja, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann sagt er nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und der Irrlehrer Sergius hat eben die Schlussfolgerung gezogen, dass der menschliche Wille, dass in Christus nur der göttliche Wille war. Es konnte ja in Christus kein Widerspruch existieren. Das kann ja nicht sein, wenn er Gottes Sohn ist. Aber Maximus hat dann in der Folge herausgehoben und herausgestellt die Wirklichkeit von diesem menschlichen Willen, dass Jesus wirklich auch einen menschlichen Willen hatte. Und er zeigte dann seine soteriologische, das heißt heilsmäßige Bedeutung. Der menschliche Wille Jesu war für unsere Erlösung, für unser ewiges Heil von größter Bedeutung. Denn er hat sich eben dem göttlichen Willen unterworfen. Er hat sich hingegeben, er hat sich angepasst und angeglichen. Sein menschlicher Wille hat immer dem göttlichen Willen die Folge geleistet. Also er war ihm angepasst, angeglichen, unterworfen, gehorsam. Und das ist ja unser Vorbild. Sonst wäre das ja kein Verdienst und keine Heiligung und keine Erlösung, da wäre keine Frucht in dem Wirken, wenn er als Mensch keinen menschlichen Willen gehabt hätte. Er hätte unseren menschlichen Willen nicht erlösen können, wenn er keinen menschlichen Willen gehabt hätte, führe ich hier noch dazu aus. Also wir sehen das Vorausleuchten der Gabe vielleicht am klarsten unter allen Vätern bei Maximus. Viel früher hat Athanasius schon deutlich darüber gesprochen. Er ist der am bekannteste für dieses Thema des göttlichen Willens. Athanasius hat noch nicht so ausführlich und noch nicht so tief darüber gesprochen wie Maximus, aber er hat den Hauptpunkt erkannt und sehr oft in seinen Schriften erwähnt. Im Blackwell Companion to Christian Mysticism, also in dem Buch über christliche Mystik im Blackwell Companion, da lesen wir über dieses Thema, dass Athanasius von Maximus dann ausgeschmückt wurde, vertieft und einfach noch weitergeführt wurde in der Erkenntnis. Christus wurde Mensch, er besaß einen menschlichen Leib, heißt es in diesem Blackwell Companion, damit unsere Körper die Möglichkeit haben, geheilt zu werden und in ihren Zustand zurückzukehren vor dem Sündenfall. Das war der Sinn. Christus wurde Mensch und er nahm einen menschlichen Leib an, damit unser menschlicher Leib, der durch die Sünde geschädigt worden ist, wieder zurückkehren kann in den ursprünglichen Zustand. Unsere Körper sind seit dem Sündenfall gebrochen auf verschiedene Weisen. Und das Geheimnis der Menschwerdung Christi macht es jetzt möglich, dass die Gebrochenheit unserer menschlichen Körper wieder ganz werde.
Und Maximus hat eben die Einsicht des Athanasius ausgeschmückt oder verschönert, dass Gott Mensch wurde, damit die Menschen Götter werden. Und dann wird Maximus hier zitiert. Durch seine gnadenvolle Herabkunft wurde Gott Mensch und wurde Mensch, wird auch Mensch genannt, um des Menschen Willen. Und indem er seine Umstände, Gott zu sein, eben im Himmel zu sein, ausgetauscht hat mit den unseren, hat er die Macht offenbart, dass er den Menschen zu Gott erheben kann, durch diese Liebe zu Gott. Also wenn der Mensch Gott liebt, dann kann er durch Gott erhoben werden zu ihm selber, zum Schöpfer. Also die Liebe Gottes bringt Gott herunter auf die Erde zum Menschen, kann man es mit einfachen Worten sagen, und sie bringt den Menschen hinauf zu Gott. Und Gott tut dies aus Liebe zum Menschen. Diese gepriesene Umkehr oder Austausch, dieser Austausch, der da vorgenommen wird, den kann man gar nicht hoch genug schätzen, denn der Mensch wird Gott durch Vergöttlichung und Gott wird Mensch durch Vermenschlichung. Ja, das ist hochinteressant und das sind wichtige einzelne Punkte. Wenn wir diese durchdenken, dann verstehen wir auch nämlich schon die Gabe des Lebens im göttlichen Willen besser. Wie absolut zuverlässig und sicher das Fundament dieser Gabe in der Kirche selber ist, in der Lehre der Kirche, im Lehramt, in der Dogmatik. Es ist nicht irgendein Hirngespinst, vielmehr ist das eine dogmatisch gesicherte Wahrheit und eine Einsicht, die die Kirchenväter schon in höchstem Grade gehabt haben. Nur weil wir es nicht wissen, weil wir es in den Rand gedrängt und vergessen haben, tun wir uns vielfach auch schwer, diese Gabe einzuordnen und zu verstehen, dass sie eine ganz logische Folge ist aus dem, was Christus uns gelehrt hat, was die Väter schon gewusst haben, nämlich menschlicher Wille und göttlicher Wille in Christus. Und wir sollen in Christus umgestaltet werden, in Christus hineinkommen. Das ist eine urbiblische Lehre in den Briefen des heiligen Paulus vor allem zu finden. Da gibt es überhaupt nichts zu leugnen. Ich wüsste nicht, wie man das leugnen könnte. Und Athanasius, er hatte fast 300 Jahre vorher gelebt, vor Maximus, dem Bekenner, das füge ich noch hinzu, weil beide zusammengehören da in gewisser Weise. Dieser große Austausch, Gott wurde Mensch, damit wir Gott werden, das ist sein Gedanke gewesen, sein Hauptgedanke, ein tragender Gedanke in seinem Werk. Wobei aber auch noch gesagt werden muss, es gibt einen anderen Vater, der noch früher gelebt hat, noch vor ihm, der heilige Irenäus. Um 160 hat er gelebt oder ist er verstorben, ich weiß jetzt nicht ganz sicher, aber im 2. Jahrhundert hat Irenäus gelebt, also deutlich vor Athanasius. Er hat schon darüber gesprochen. Bei Athanasius kam es halt dann noch viel deutlicher und häufiger zum Ausdruck, dieser Hauptgedanke. Athanasius ist ja ein großer Verteidiger Christi gewesen, seiner Gottheit gegen die Häresie des Arianismus. Arius leugnete die Gottheit Jesu, er behauptete, Christus sei ein bloßer Mensch gewesen. So ähnlich wie die Modernisten heute es sagen, mit einem besonderen Gottesbewusstsein, ein Mensch mit einem Sendungsbewusstsein, einem Gottesbewusstsein, aber nicht von göttlicher Natur. Und diese Häresie war in den ersten Jahrhunderten sehr stark. Also vom 4., 5., im 4., 5. Jahrhundert war es ganz schlimm. Fast die ganze Christenheit war dieser Häresie verfallen, besonders die Theologen und die Bischöfe. Das Volk blieb eher noch im Glauben treu. Und Athanasius war einer der ganz wenigen, die für die Wahrheit einstanden. Und er hat dafür sehr viel auf sich genommen, eine große Verfolgung. Und die Krise des Glaubens zu seiner Zeit ist ähnlich wie die heutige Krise, wobei man aber fast annehmen muss, dass die heutige Krise noch größer ist als damals. Sie überschreitet diese Krise damals. Erzbischof Lefebvre und Weihbischof Schneider sind überzeugt, dass wir heute in einer noch größeren Krise stehen, weil nicht nur die Gottheit Jesu geleugnet wird oder angezweifelt wird, sondern es ist eine fundamentale Krise. Heute ist wirklich alles,
in der Krise, also die Krise ist noch weitreichender, noch tiefgehender, durch diese Ideologie des Liberalismus, der sich vollständig von Gott lossagt. Das ist noch viel schlimmer als damals. Meines Erachtens glaube ich auch, es ist heute weitaus schlimmer noch. Auf jeden Fall lehrt uns der heilige Athanasius, dass wir den Blick nicht verlieren dürfen auf den ganzen Zweck der christlichen Lehre, auf die Zielrichtung des christlichen Glaubens. Wir dürfen nicht den Blick verlieren auf das Ziel, für welches Athanasius gekämpft hat. Nämlich, und das ist hier noch ganz wichtig, dass auch wir andere Christusse werden sollen. Jeder von uns ist gerufen und bestimmt dazu, ein zweiter Christus zu werden. Und dafür hat Athanasius gekämpft. Denn wenn wir glauben, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und er ist unser Vorbild, unser Urbild, nach ihm sind wir geschaffen in seiner Ähnlichkeit, dann sind wir auch dazu bestimmt, praktisch in einen Gottmenschen umgestaltet zu werden. Dafür haben der heilige Ludwig Maria zum Beispiel gekämpft und seine ganze Kräfte aufgerieben. Und dafür ist Maximilian Maria Kolbe, hat er alles geopfert und alles hingegeben, sich selber total für einen anderen Menschen am Ende geopfert und sein ganzes Leben für dieses Ziel allein hingegeben, für die Vergöttlichung aller Seelen durch die Unbefleckte, durch die Immaculata. Das ist unser Ziel. Wir haben kein anderes Ziel. Kein Mensch auf der Erde ist für ein anderes Ziel geboren worden, als für eben dieses, ein zweiter Christus zu werden. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus den Schriften von Luisa Picaretta, 23. Februar 1927. Luisa hatte gerade die heilige Kommunion empfangen und sie sagte zu ihrem geliebten Jesus, mit ihm hatte sie ja so gut wie immer, denke ich, Umgang. Sie hat ihn erfahren und erlebt. Er kam zu ihr, sie ist in ihn eingegangen und es gab 2 bis 3 Stunden eine hochbeglückende mystische Begegnung mit ihm. Und sie sagte, meine Liebe und mein Leben, dein Wille hat die Kraft, dein Leben zu vervielfältigen. So oft als Wesen existieren und noch existieren werden auf der Erde. Also so viele Menschen es gibt. Und ich möchte in deinem Willen so viele Jesus bilden, um dich als Ganzen zur Gänze einer jeden Seele zu geben. Ich möchte dich, o oh Jesus, jeder Seele geben, und das wiederhole ich auch jetzt im Sinne Jesu und Luisas. Das möchte ich jetzt gemeinsam mit Ihnen tun. Geben wir Jesus einer jeden Seele im Fegefeuer, einem jeden Seligen im Himmel und einem jeden Menschen, der auf der Erde lebt. Das ist möglich im göttlichen Willen. Jesus vervielfältigt sich. Genau das will er tun. So viel zu diesem Abschnitt heute. Gelobt sei Jesus Christus.